Hey Leute, es geht weiter mit Awakening, der schwarze Baum. Und wir sind jetzt hier, ja, in diesen Turm gekommen, was auch immer hier ist. Aber wir sollten vielleicht uns mal um etwas Licht kümmern. Jetzt könnte ich Cedric gebrauchen, der ist aber irgendwie ja nicht hier. Steinscheibe, Fackel. Oder kommt der hierher? Oder wie oder was? Wie könnte ich es schaffen, hier Licht zu machen? Übrigens habe ich die kleine Fee hier nicht gefunden. Und da das Spiel so neu ist und ich nicht weiß, wo es eine Lösung gerade dazu gibt, weiß ich gerade nicht, ob es hier überhaupt eine gerade gibt. Aber eigentlich gibt es in jedem Bild eine Fee. Und wenn ich jetzt nicht gerade so hohl bin, weil ich spiele gerade am Stück, also ich nehme gerade am Stück auf, und die nicht schon eingesammelt habe, dann weiß ich gerade nicht, wo die hier ist. Aber bei meiner Schusseligkeit kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich sie schon eingesammelt habe und jetzt nochmal suche und sie nicht finde. Aber ich meine, ich hatte die hier noch nicht. Jetzt könnte ich Cedric gut gebrauchen. Hoffentlich geht es ihm gut. Blauer Kohlestift. Stoffstück. Vielleicht. Wie kriege ich das denn jetzt an? Hat er mir irgendwas gegeben, dass wir das hinkriegen könnten, selber Licht zu machen? Oder ich gehe mit der Fackel eher nochmal raus? Genau, und zünde die woanders an und gehe dann nochmal rein. Das funktioniert anscheinend eher. Du kleine Fee, wo bist du nur? So. Und dann haben wir... Was? Kein Licht? Finde 8 Lichtquellen. Wie denn, wenn es... Ah, okay, jetzt leuchtet es. Hä? Gerade eben war kein Licht. Leuchtquellen. Die vielleicht nochmal wo anzünden? Da? Wo kann ich die denn? Nimmst du die mal... Was ist mit dem Spiel gerade los? Finde 2 Lichtquellen. Ja, irgendwie... Aber sie nimmt die Kerze irgendwie nicht mit. So, jetzt wieder. Hat gerade voll gestockt irgendwie. 2 Kerzen fehlen. Den kennen wir, ne? Aus der Wald der roten Blätter, meine ich. Wo sind denn die anderen Kerzen? Wo seid ihr denn? Oder kann ich die hier jetzt abnehmen? Oder allgemein noch andere Lichtquellen anscheinend finden? So. Das wäre Nummer 1 und das wäre Nummer 2. So, jetzt gucken wir ihn uns mal an hier. Ein Koboldroboter. Er hält etwas fest. Können wir den irgendwie anmachen? Ich brauche Öl, um den Rost zu entfernen. Ach so. Nee, dann können wir gerade nichts machen. Schauen wir uns mal das hier an. Auf der rechten Seite ist eine verblichene rote Kohlestiftzeichnung. Was passiert, wenn ich sie nachmale? Keine Chance. Ein Versuch was wert. Oder war das da? Entschuldigung, an der Wand? Nee. Da stand aber gerade noch was anderes, oder? Nichts bewirkt. Ich dachte... Ja, egal. Vielleicht kommt das noch. Verwandle alle Symbole in blaue Kreuze, indem du die großen Symbole im inneren Kreis auswählst. Kann ich die jetzt hier immer ändern? Ja, ganz viele Blumen. Kann ich hier irgendwas drehen? Verwandle alle Symbole in blaue Kreuze, indem du die großen Symbole im inneren Kreis auswählst. So. Das ist nämlich ein blaues Kreuz. Und jetzt? Was nun? Ah, dann geht das hier bei der Linie lang. Kann ich das hier nicht irgendwie drehen oder so? Ach, das übernimmt das dann sozusagen alles, was daneben ist. Okay. Dann nehme ich jetzt mal so eine Blume.
sodass die alle so werden. Alles klar, jetzt habe ich den Dreh raus. Hui, okay. Ganz viele von den Dingern. Und die nochmal. Jawohl. Ah, das war lustig. Unterlegscheibe. Einige Teile fehlen. Vielleicht das Ding? Nee. Gut, dann nicht. Irgendwie gibt es so viel zu tun gerade an so vielen Ecken, aber irgendwie habe ich gerade nichts so richtig Konkretes. Wir müssen hier noch so ein Rezept machen. Vielleicht, es muss hier mit diesem Kohlestift irgendwie gehen, ne? Aber der ist halt rot. Ist eine verblichene rote Kohlestift. Was passiert, wenn ich ihn nachmale? Aber vielleicht muss der blaue Kohlestift rot werden dafür oder so. Aber das ist ja auch irgendwie Quatsch, oder? Aber anscheinend soll er rot werden. Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Er schiebt weiter Wache. Na dann. Okay. Ja. Die Fee finde ich jetzt nicht, glaube ich. Die habe ich schon so lange gesucht. Obwohl das offensichtlich sein sollte, aber egal. Tja. Ich glaube, ich brauche mal einen Tipp, wo ich hin soll. Da wäre ich jetzt eh als nächstes hingegangen. Ach, ich kann die bestimmt hier einsetzen, oder? Nee, nee, geh mal da näher ran. Hier fehlt was Flaches, Rundes. Ja, und jetzt setz das doch da. Oder das da? Ja, oder so. Oder so. So. Wähle die Tierfährten in der richtigen Reihenfolge aus, um von links oben nach rechts oben zu gelangen. Auf der rechten Seite findest du eine Hilfestellung. Um von links oben nach rechts oben. Auf der rechten Seite. Und dann soll ich da lang gehen, oder was? Dann soll ich diesen komischen Krähenfuß hier nehmen und dann die Tatze. Und ich soll hier oben hin. Und dann soll ich immer wieder dieselbe Route nehmen? Jetzt fehlt mir aber die Tatze. Kann ich nur hier wieder zurück? Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, ich könnte auch andersrum gehen, stimmt. Kann auch hier lang gehen. Mache ich das richtig? Glaub schon. So, und jetzt wieder so eine Hufe. Kann ich auch quer rüber? Nee. Dann komme ich aber schon wieder nicht weiter, weil dann fehlt mir der Krähenfuß. Und von da nach da. Nee. Genau. Jetzt bestimmt hier lang. Tatze, aber danach brauche ich ja eine Hufe und danach wieder. Okay, dann gehe ich hier lang. Hufe. Krähe. Nee, oder was auch immer. Vogel. Tatze. Danach brauche ich wieder Hufe. Das da. Das da. Das da. Wie? Wieso kann ich hier jetzt nicht rüber? Ach so, ich fange ja mit der Hufe an. Genau. Toll, ich habe einen Fehler gemacht. Ach, schade, ich bin so weit gekommen. Oh Gott, jetzt muss ich alles nochmal machen. Oder kann ich hier... Ah, ich kann auch zurückgehen, sehr gut. Das finde ich gut. Dann muss ich nicht alles nochmal machen, da vertue ich mich nur. Okay. Hufe. Nee, ich bin jetzt hier gerade. Ich fange gerade nochmal neu an, quasi. Welches ist der letzte? Eine Tatze.
Geh mal bis zur Tatze zurück. So. Hufe. Das. Das, das. Und jetzt bin ich da, wo ich gerade eben auch war. Das klappt nicht. Dann geht das ja nur eigentlich hier. Jawohl, geschafft. Und ein hübscher Hirsch. Und wir bekommen, was ist das, eine Schriftrolle? Eine Zeichnung. Ah, und hier haben wir diesen roten Kohlestift. Also es sollte doch ein roter sein. Magie durch Zeichnung, die Spezialität der Gnolle. Aha, gut, dann werden wir die mal einsetzen jetzt. Dafür gehen wir hier weg, um dann wieder da oben hochzugehen in diesen... ja, Steinturm rein in diese Schatzkammer. Genau. So. Finde das richtige Schlüsselloch, entferne die falschen Schlüssellöcher, indem du identische Paare findest. Warte, soll ich jetzt die gleichen finden oder nicht? Ich finde das richtige Schlüsselloch, entferne die falschen Schlüsselloch, indem du das... Okay, die falschen sollen weg. Aber wenn ich jetzt ein Pärchen finde, ist das dann falsch? Nee, anscheinend richtig. Also suche ich doch Pärchen, oder was? Dann habe ich sozusagen die falschen oder so. Das waren jetzt alle. War das jetzt gut oder nicht gut? Aha, okay. Also eigentlich nur Pärchen finden, so wie Memory. Ah, und dann geht jetzt hier so eine... so die richtige Schatzkammer oder was. Finde 6 Rubinstücke. Okay. Gerne. Nur noch 2 Stück. Und das die hier. Der da. Der da. Hm. Sind alle rot hier so? Irgendwie. Ah, das sind aber größere, die ich suche. Gut. Waren versteckt. Und das ist meine deaktivierte Kette. Yay. Okay, ich muss sie also noch wieder aktivieren. Das mache ich bestimmt an diesem komischen Zauberbrunnen da hinten. Das Magic-Wasser hier. So. Juhu, ich habe sie wieder aktiviert. Das heißt, wir können jetzt alle Symbole wieder abklappern. Die wir noch abzuklappern hatten. Wo war denn das? Hier im Schrank fing es an. Dann mach mal. Nicht? Ach so, ich muss den fehlenden Teil malen. Okay, dann mach mal. Ein Elfenbeinhorn haben wir bekommen. Auch schön. War jetzt hier auch noch so ein Symbol? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht, oder? Nö. Na, wo soll ich noch was aufdecken? Ah, hier. Eine Fiole suchen wir. Das ist ja cool jetzt hier mit dem Leuchten. So, das finde ich auch immer ganz witzig. Eine Fiole. Ach so, und wenn man hier so drüber leuchtet, sieht alles ganz anders aus. Das ist ja auch witzig. Aha. Ja, dann suchen wir auch noch Lotus. Und das ist aber nicht die Fiole. Wo ist sie denn? Ach, wir haben die Kette gesucht. Da sind die Lorbeerblätter und ein Ruhm. Was? Marienkäfer vielleicht auch noch? Einfach mal. Das war die Lotusblume. Da war die Fiole. Die Schriftrolle hatte ich aber auch schon gesehen. Wo war die denn? Suchen wir das Einhorn. Hätte ich zufällig gerade im Angebot. Da ist eine Rune. Da ist die Schriftrolle. Ich bin gerade auf Runenjagd. Schmetterling. Rune. Schmetterling. Rune. So, Lavendel. Hier ist der schön gut duftende Lavendel und ein goldenes Horn. Suchen wir auch noch. Das hätten wir auch.
alles gefunden. Ganz brav. So. Oh, jetzt haben wir hier ganz viele Hörner, merke ich gerade. Was haben wir denn noch so? Kleine Fee. Da kann ich gar nicht mehr rein. Und wir müssen ihn eigentlich mal aktivieren und ölen, aber irgendwie, ne? Wird das nix. Apropos Fee. Hier in der Schatzkammer habe ich, glaube ich, auch noch gar keine gehabt. Oder doch? Aber am Anfang war doch alles dunkel hier. Es könnte also sein. Da ist sie. Ha. Oh Mann, oh, dann habe ich aber da drinnen das vergessen zu machen. Das ist ja auch blöd. Aber das war ja ein Wimmelbild. Das heißt, da kann gar keine gewesen sein. Gut. Schauen wir uns weiter hier um. Gehen wir mal nach da vorne. Hier haben wir nämlich auch noch ein Symbol. Das Netz ist zu stark, um es mit den Händen zu lösen. Vielleicht oder vielleicht auch nicht damit. Hilf dem Drachen. Hab ich. Hilf dem Drachen. Geholfen. Tschüss, Drache. So. Ah, hier haben wir eine Ölkanne, die wir gesucht haben. Ja. Ja, ja. Hatte ich hier die Fee auch schon? Ich glaube schon, weil hier war ich ja schon. Ich hoffe, dass ich sie hier gefunden habe. Es ist halt immer ärgerlich, wenn man das die ganze Zeit macht übers Spiel. Und dann möchtest du ein Horn haben. Ich habe davon gerade zwei. Oh ja, geht sogar. Stufen, das muss der Ton des Horns gewesen sein. Dann will der bestimmt das andere. Ach, so läuft das hier also. Ah, ihr seid ja ganz gewieft hier. Ja, was ich sagen wollte, wenn man halt die ganze Zeit diese Dinger sucht und am Ende hat man nicht alles geschafft wegen einer blöden Fee, die man nicht gefunden hat. Das ist natürlich dann immer ärgerlich. So. Ich würde sagen, wir ölen jetzt mal unseren kleinen Freund, den wir von früher kennen. Zwar nicht aus allen Awakening-Teilen, aber dem letzten. Der ist aber kaputt, oder was? Ach, ich dachte, der redet mit uns. Oder war das doch ein anderer? Aber wir hatten doch auch so ein Ding. Irgendwie als Kumpel. Ja, so eine kleine Figur hatten wir irgendwie. Hm. So, ich pack die mal dazu. Bestimmt geht das. Jawohl. Nur, dass ich das erstmal hier scheinbar reparieren muss. Und dann können wir das da hinten auch einsetzen. Es geht hier ganz fix. Bestimmt. Vielleicht. So. Tada. So, das habe ich geschafft. Ja, ich finde das schade. Ich dachte, wir kriegen den irgendwie lebendig oder so. So, was gibt's zu tun? Drehe die drei Symbolringe, bis du in der Mitte das grüne Muster nachgestellt hast. Ja. Klar. Also. Bisher gingen die Rätsel ja. Ist das der richtige? Ich glaube schon. So, jetzt ist der äußere aber irgendwie wieder falsch und dadurch ist der wieder anders. Aber so kann man es, glaube ich, lassen. Nee, das ist es anscheinend nicht. Das Kringeldingel? Das sind zu viele, ne? Sieht sich alles sehr ähnlich aus. Muss doch mal der richtige dabei sein. Der ist es auch nicht, denn dafür sind die Blätter irgendwie zu rund. Nee. Ist es nicht der? Sieht für mich eigentlich so ähnlich aus. Hm? Ist der äußere irgendwie nicht richtig, oder wie?
Ja, für mich ist das jetzt eigentlich fertig. Irgendwie sieht das für mich sehr ähnlich aus. So ein Kranz, dann diese Blütendinger in der Mitte. Sind auch genauso viele. Vielleicht ist der in der Mitte doch falsch oder so. Ach, der in der Mitte war falsch. Okay, der war nicht so dunkel. Ja, und das Ganze gleich nochmal, damit ich auch wirklich gecheckt habe, wie das geht. So ein Punkt mit einem Kreis drumrum. Dann so ein, weiß ich auch nicht, Gezwirbel drumrum. So eine Kringel. Sind das die Kringel? Ich glaube schon. Nee. Nee. Ja. Und einer noch, weil es so schön war. Einfach mal nix, oder wie? Ein Kreis. Wir suchen einfach nur einen einfachen Kreis. Jawohl. Toll. Ich hab's geschafft. Ist das Cedric? Er ist in einer Kohlestiftzeichnung. Schläft fest wie die anderen. Was? Noch eine verblichene Kohlezeichnung. Ich brauche einen schwarzen Kohlestift, um sie nachzuzeichnen. Oh, armer Cedric. Wir wollen ihn natürlich erretten. Und hier müssen wir wimmeln. Das mache ich aber im nächsten Part, da das sonst immer so lang wird. Und da ist eine Fee. Ich habe sie gefunden. Ich muss es mir nur merken, dass ich jetzt hier eine schon gefunden habe. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Awakening, der schwarze Baum. Und kommen hier langsam gut voran. Bis dann.